mäßig bei 8. So, einen wunderschönen guten Tag, einen herrlichen Sonntag mit 25 Grad. Darf ich euch herzlich willkommen heißen mit dem Monkey und dem Sandro? Hallo. Hallo, bei dir sind 25, ja. Ja, so 24, 25 Grad hier. Scheint die Sonne aus dem Arsch. Ah ja, und aus der Nase. So, können wir, ne? Ja. Ja, gucken wir Rein. mal. Ich und Flugzeugträger, das ist als. Ja. Das ist, als wenn ich jetzt ein Flugzeug fliegen würde gehen. Hier in echt. Das kann ja nichts werden. Flugzeuge im Bauch. Ja, gleich wahrscheinlich. Und oh, da wird Ja, da dein Blutdruck steigen. Na, Lexington, na, mal abwarten. Genau. Besser Flugzeuge im Bauch als Helikopter am Arsch. Nuss. Oh, schade, keine 10 dabei. Ja, ich bin schon ganz froh hier. Ja. Ja, die brennen aber immer so Lob sie schön. wieder. Die Mexiko Oh. brennt auch gut. Ja, die brennt aber ganz schön schnell ab. Ja, macht ja nichts, dafür hast du zwei da. Aber so eine anständige Yamato oder was, der große oder wie sie heißt, oh, die brennt so schön lange. Ich weiß. Drei. Drei und vier Mal, na Also gut. ich überlege gerade, ob ich wegfahre irgendwo. Also wenn du mit mir mitkommst, kann ich einnehmen. Ich fahre jetzt nach links weg. Ich will. Einen Flugzeugträger voll einnehmen. Also ich werde hier auch nicht rechts rumfahren. Ja, ich guck hier nur. Ja, ich bleibe auch hier beim Cap-Kreis erstmal ein bisschen und gucke mal. Aber Ach, ich werde die nicht rechts in den Torpedostaffeln Wind. schneller fertig sind als die Bombe, die Jäger. Ja, ist immer so. Die Faulenzer. Aber ich gehe immer mit meinen Jäger scouten, weil die taugen so und so nicht. Ja, die japanischen Jäger sind echt ein bisschen schwach auf der Brust hier. Ja. Mit die kann man nur scouten. Na, Ricky, letztens deine Jäger sind drunter. Ja, sag ich, jetzt halt auch keine mehr. Hab das Menü noch ja nicht von wie man, wo man das woanders Ich einstellt. lass das so, wie es ist. Dann das kann ich jetzt und fertig. Na, ich hab's auch auf das Alter immer. Ja, da müsste man aber auch mal gucken, wie das ist mit, wie das funktioniert, was da anders ist. Ja, weiß ich Du nicht. kannst alles mit der Maus machen dann, der hier. Oh, alle Flugzeuge zu mir. Ich muss mal zu unserem DD fahren, muss mal. Ja. Aber ein bisschen mehr rauszoomen wäre ganz geil eigentlich. Geht nicht mit der Maus? Ja, ich bin schon auf Maximum draußen. Ach so, ja, gut. Mal kurz die Cleveland offen. Sind meine Torpedoflieger jetzt hier? Oh, Leander, du machst dies aus, als wenn du dich festmachst. Oh, ist die Bismarck wieder von mir abgehauen. Na Leander, jetzt kriegst du mal zwei Torpedos, wa? Zack. Wassereinbruch. Ist natürlich direkt repariert. Wer hat denn hier wieder einen Berg hoher in den Boden? Mit nichts drüber. Unglaublich. Also man müsste mehr rauszoomen können. Ja, weil das eine ganz schöne, überreifte Karte ist. Aber ich drücke dann immer doppelt 2, 3 oder 4, dann bist du sofort da, der Ja, ich weiß. automatisch. Karte dahin.
fahren wir mal weiter. Mit. Also jägertechnisch schießt er mir alles runter hier. Ja, macht er ja auch. Ja, ruckzuck. Er hat da keine Probleme mit. Die Amis halt. Alles hinter der Insel. Ne, sind bei mir drüben alle, die meisten. Ja, ich bin ja woanders. Hat jetzt mal gerade bös gefressen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich die Bombe runtergeschossen. Da unten sieht aus, als wenn Art auf die fährt. Ach, jetzt ist der zu. War blöd, dass ich weggefahren bin. Fliege ich jetzt nicht hinterher. So, soll ich mal versuchen, euch hier nach Mexiko oder so anzufliegen? Ja, hier, die Kneißenau kannst du mal probieren. Wo ist denn die Kneißenau? Ohne Butch, ah, die, wo da ums Eck kommt. Wir haben einiges. Den Sir Classius. Probier ich den. Ja, genau, den. Aber pass auf, die Cleveland, auf die hat Anti-Air. Oh, die ist aber weit hinten dran. Ja, deshalb. Bomber sind auch schon gestartet.
Ach, jetzt sind meine ganzen Tops daneben, ey. Ich such total besoffen. Schön. Waren das deine? Das waren meine, ja. Schön. Schön überkreuz, Arsch geleckt, mein Freund. Ja, mag auch mal so. Mexiko brennt. Er wird gleich nochmal brennen. Ja, kein Sinn mehr. Kommt der schon wieder mit seinen Arschlochjägern hier? Ja, bleib einfach über mir. Hol die alle runter. Oh, mein Nebel ist weg. Katastrophe. Kein Nebel mehr. Läuft doch. Läuft doch, Jungs, läuft doch. Wenn ich jetzt noch den feindlichen Träger sehen würde, dann würde ich den mal zuerst versuchen, noch da aus dem Spiel zu nehmen. Bis der mir nicht auf den Sack geht. Nein! Scheiß Bismarck. Machst du Cleveland Monkey oder ich schaffst du das nicht mehr? Fliege ich nämlich jetzt gleich noch was anderes an. Ach, Scheiße. Oh, die müssen gleich weg sein. Jo, ist raus. Werde ich jetzt gleich mal die Mexiko hier anfliegen? Hm, weil ich bin gleich weg. Wisst ihr, wer, wenn du Bismarck anfliegen würdest? Jetzt der Achterschiff. Wo sind die? Ah, da bei Enrico. Bloß ah, da unten. Hinten. Da unten, ja, ich sehe sie. Enrico ist jetzt auch unser letzter Achter hier. Ja, Monkey überlebt's aber nicht. Nee, nee. Ich hoffe, er kann gleich reparieren. Komm, bin weg. Jetzt muss ich mir wieder die Finger brechen hier mit Abwurf und so. Ist mal Couch schon ab. Da kommen die nächsten. Ah, bist du auf den New Mexico gegangen, ja? Ja. Ja, der hat aber Wasser im Mund, der wäre. Achso, ich habe ja noch Bomber, die haben wir ganz vergessen. Warte, guck mal hinten bei der Gneisenau. Wo sind die? Weil die ist. Oberst, ganz unterste. Oder die Hipper. Nee, Sascha, muss hier auf die Schlachtschiffe gehen, irgendwie. Ja, ja. Bin ja dabei. Ich darf nicht, ich bin kein Flugzeugträgerkapitän. So, komm näher mit deinen Jägern, dann baller ich das runter, sowieso. Unser Fuso hat gedockt, könnte ich sein. Komm näher, komm näher. Ahem.
vielleicht noch zu viel. Bauen sie bei Johnny und der Ober echt Breitseite zum Schlachtschiff werfen. Na, wo sollen sie denn hin? Da neben Felsen. Vielleicht kann die Colorado noch was reißen, aber glaube ich. Ja, nee. Also irgendwie anders fahren oder nicht die Breitseite. Die der Ober ist gerade jetzt kaputt. Dumme war das auch die New Mexico, mit dem man von oben auftauchte. Du wunderst dich jetzt, warum sieht das komisch aus, Schatzi, ne? Ich versuch... Ja, weil ich gerade mal Flugzeugträger versuche. Sieht gar nicht mal so scheiße aus bis jetzt. Hat drei hatte schon rausgenommen. Colorado hat gerade total blind geschossen. Ah, oh, scheiße. Was ist denn jetzt los? Verlieren wir jetzt hier noch oder was? Ja. Oh, Leute. Ist ja nicht euer Ernst. Doch. You are the last hope. Ja, nee, ist in Ordnung. Du bist unsere letzte Hoffnung. Die Bismarck hier angehen, wa? Wie hab ich sonst keine Torpedoflieger mehr, außer den einen jetzt hier noch. Oh. Der gegnerische Flugzeugträger scheint nicht mehr zu haben. Ist ja süß. Geh du Flieger. Ja, der geht eh vorbei. Jetzt kriegst du Feuer. Das tut weh. So, Sascha, jetzt scheppert wohl bei dir. 115.000 habe ich aber schon. 14 Torpedotreffer. Ich hab 84.000. Na, du siehst doch viel zu neu aus. So kannst du ja von mir fest nicht runterkommen hier. Geht ja nicht. Das ist schon deine Brandstelle hinten. Brennen tue ich noch nicht. Armin! Denkst du, was ich vorhab? Torpedoflieger habe ich keine mehr, aber anzünden werde ich ihn noch. Und rammen kannst du. Ach, die Bismarck will sich den Kraken bei dir holen. Ja. Ich hab letztens auf so ein Tatil. Boah. Das sind die Ami-Bomber. Cool. Dafür, dass ich den Achter hier so gut wie nie fahre, sieht's gar nicht mal so scheiße aus.
Ja, 100.000 sind mal gut so. Platz 1. Na, ich hab dich nicht eingeholt. Nein, drei Schiffe versenkt. Der Forkett ohne eins versenkt. Ausführlicher Bericht. Meisten Schaden habe ich gemacht auf die Aoba mit 30.000. Cool. Na, guck mal, siehst du die Aoba und die Fuso. Ja. Die haben jetzt durch das Käppen noch Punkte gekriegt. Ansonsten wäre ich auch ein bisschen weiter oben. So. Ich hab 32.000 bei der Gneisen. 156.000 Credits bleiben noch hängen. Das war doch mal ganz in Ordnung hier. So. So, dann haben wir das ist eigentlich so die erste richtige Flugzeugträgerrunde, die jetzt hier online kommt. Ne? Sag ich doch mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Brav Tschüss sagen alle. Hier, zack, zack. Tschüss. So ist fein. Auf Wiedersehen.